Aber ich muss hier diesen Weg weitergehen, um meinen Vater zu retten. So bitte, lass mich doch einfach durch. Sie überlegt. I'm thinking. What can I do to convince you? Was? Was kann ich tun, damit du überzeugt bist? Hä? Was? Ah, sie folgt dir. Ja, dann geh einfach raus, würde ich sagen. Weitergehen geht ja nicht. Na, nicht da. Ja, hä? Das war fail. Ja, raus, ja. Warum lässt sie mich denn nicht weiter? Ja, wir müssen ja... Oh. Warum verfolgst du mich? Tja, ich weiß auch nicht. Möchtest du etwa nach Hause gehen? Oh ja, nach Hause. Möchtest du etwa rausgehen? Ja, rausgehen ist schön. Ah, ich merke. Dann komm mal mit mir. Ich werde dich nach draußen bringen. Und dann wirst du mich durchlassen, okay? Ist ein schöner Deal. Mach mal. Super. Speichern wir nochmal. Ja, ich will rausgehen. Ja, oh, vielleicht ist das... Ja, muss keine Frau sein. Vielleicht ist das eine Transe. Und dann mal synchronisiere ich mal die Transe. Ja, ist okay. Ja, ja. Ja, aber wo komme ich denn jetzt raus? Warum können wir diesen Weg nicht gehen? Tja, dann nimm einfach den anderen. Ja. Das ist jetzt wohl ein lineares Dingenskirchen. Mhm. Huh? Sie ist weg? Was? Did she fall behind? Ist sie etwa noch weiter hinter mir oder was? Dann geh mal gucken. Ja, nicht weitergehen, wie gemein du bist. Irgendwie Cutscene? Ah ja. Ach, sie ist vorgegangen. Ach, sie ist in den Leichenraum. Okay. Hä? Ja. Das ist... Oh, da sieht sie aber wieder gesund aus. Ja. Hä? Ich... These are... That girl... Was? Ach, sie ist in diesem Mädchen drin. Ist das ein Flashback und sie sieht jetzt in den Augen das... Ach so, das sind doch die Klamotten... Das ist doch die Kleidung von dem anderen Mädchen. Was passiert hier nur? Oh, okay. Oh, du kannst es bewegen. Hier lag doch auch vorhin nur ein Kopf. Ja, aber das ist ein Flashback. So. Du bist jetzt nicht auf einmal in ihrem Körper oder... Oh. Wow! Oh mein Gott. Die hat eine Kettensäge. Papa! Ja, bleib stehen, okay. Also schön ruhig bleiben. Papa! Ja, wow, ja, trick weiter. Ich dachte, wir müssten weiter... Nein, so jetzt. Was tut Papa denn da nur? Oh, lass mich deine schönen Hände haben. Hör auf, stopp! Das bin ich doch, Papa! Oh, das shit. Ich kann nicht sprechen. Oh nein. Yeah! Oh yeah, look at my eyes. I will slice you like butter. I will break you like a Kit Kat. Ja, ich glaube, das Mädchen wurde schön geschnitten. Oh, da bist du wieder wach. Huch! Uiuiui. Ist ja völlig in Trance. Du kannst dich wieder bewegen. Okay, dann geh mal in den Leichenraum, würde ich sagen jetzt. Wo war der? Ja, so weitergehen. Weil du bist ja durch... Als du weitergegangen bist, bist du ja ohnmächtig geworden. Der alte Sack. Okay, aber das ist nichts Neues. Ja, weiter. Speichern wir noch. Oh, jetzt habe ich das andere überspeichert. Ja, ist egal. Hä? Irgendwie nicht? Ey. Was machst du? Hat es jetzt gehangen? Keine Ahnung. Hast du es überhaupt gespeichert? Ja, da stand Open Room und wir sind im Open Room. So open sieht da nicht aus. Ja. Ah. Warte mal. Wo ist mein Körper? Immer noch. Wo? Ach, da ist er! Was? Wow. Was mache ich jetzt? Ah, für den Körper zum Kopf. Dreh dich. Nein. Oh, den Tisch. Ja, so, genau. Und hoch. Schnell. Ja. Ah, okay. Gefunden. Jetzt dreh den Schraubenschlüssel. Danke, Mrs. Aha, got a game. Wir haben einen weiteren Game. Juhu, noch 9 Stück. Ja, aber wo ist das Mädchen jetzt eigentlich? Ja, das stimmt. Oder kannst du, oder versuch mal doch den Weg wieder zu gehen. Vielleicht ist das Mädchen ja irgendwie weg.
Mhm, okay. Ja, was sollen wir sonst machen? Ich meine... Nee, das ist falsch. Das ist falsch. Ja? Ja, ja. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das Mädchen draußen wartet oder... weil es folgt dich ja auch gar nicht mehr. Mhm. Und dort ist ja jetzt ein Flashback, wo sie von Vater... Naja, herzlich empfangen wurde. Ja, so kann man es auch nennen. Mit einem schönen Motorgeräusch. Hm. Ja, ich gehe wieder da oben. Und werden wir ja sehen, ob du jetzt weiter kannst. Ah! Hey, sie ist tot. Sie bewegt sich nicht mehr. Sie war gerade noch am Leben. Sie war ein Geist. Das war ein Flashback. Ja, jetzt kannst du bestimmt weiter. Die hält dich nicht mehr auf. Ne, siehst du? Oh, Barrel. Ah, Krähe. Da ist die Krähe drauf. Ja, das kannst du dann nicht zerschneiden. Ja. Außer du wärst Anti-Greenpeace. Ah, aber das, Barrel, zum Zerschneiden. Ja, hier geht's sogar weiter. Ja, ja. Benutzt die... Ah. Was haben wir da? Dein Gem wäre gut. Ah, noch 8 Gems. Geil. Ehrlich? Ja, Ja, 8. Ja, immer schön, solange du im Keller bist, alles schön kaputt machen. Oh, das ist so wenig Licht, ist scheiße. Ich glaube, da ist eine Tür, ja. Oh, hier geht's nicht weit. Auf der Karte ist das jetzt markiert? Ey, warte mal. Wasser. Das Wasser in diesem... Ach so, das Wasser in diesem Eimer. Da ist immer noch Wasser ja, in diesem Eimer. Ja, ich wollte das Ding aufmachen. Was denn? Das willst du nur einfügen. Ja, okay, wir du haben... Du hast nichts. Guck mal, Urinal. Urinal. Ja, dann mach mal. Das wollen wir. It stinks. Nichts Außergewöhnliches. Ist nur Pipi. Ja, wie soll ich. Aber da ist eine Tür. Hast du nicht gesehen? Ja, das. Ja. Oh. Toilette. Oh. Da ist ein Schlüssel in der Toilette. Willst du es nehmen? Wie ein Scientist. Oder dran. Vergiss es. Das ist viel zu eklig. Ey, das ist der gleiche Text wie aus Halte 3. Wer würde nur so... Think of doing something so disgusting. Wirklich, das sagt Heather auch. Wenn ich nur etwas hätte, um danach zu greifen. Also nicht mit den Händen. Hat irgendwas Unbekanntes in sich. Ja, okay. Ja, und was? Ja, wir haben hier nichts. Ne, dann... Ja, muss, aber wissen wir Bescheid. Hm. Ist in der Karte markiert auf jeden Fall. Wenn wir hier eine hätten. Dann geh hoch jetzt. Erstmal ja, oder speichern. Frag dir schon, Krähe. Ey, Krähe, wenn ich mal sterbe, will ich hier zurückkommen. Ja, kann ich machen. Ah! Ein alter Sack. Hä? Der alte Sack zeigt irgendwo hin. Ein alter Mann zeigt irgendwo hin und ist total still. Nach rechts, ja. Ui! Hä? Hallo? Und jetzt? Ja, ich laufe einfach weiter. Okay. Wow. Ah, was ist das hier? Guck mal, ein rotes Buch sehe ich. Papier, ein Haufen Papier. Alles kaputt. Ja, da ist was drin. Sieht aus, als ob man es nicht leicht kaputt machen. Oh! Große Handabdrücke. Neuer Text von Anatomie. Papa hat das immer gelesen gehabt. Was? Es hat viele ekelhafte Bilder. Also werde ich da nicht reinsehen. Nee. Wow! Oh, Snowball! So viele? Ja, diese Hasen. Die sehen ja alle so aus wie Snowball. Oh Gott, hat Vater die etwa geklont? Ich möchte das nicht weitersehen. Okay. Oh, kannst du es kaputt machen? Ah, tatsächlich. Ja. Ah, eine Zange! Ach, jetzt okay. Jetzt kannst du die Toilette erkunden. Toilettentieftaucherin. Das kannst du nicht leicht kaputt machen. Okay, aber da ist ein Gem oder so drin, oder? Ja, aber müssen wir abwarten, wann das funktioniert. Na gut. Ja, das wird sie nicht lesen. Oh, das geht rein. Wow! Was ist das? Wie kannst du es wagen, mir so etwas anzutun? Niemals werde ich es vergessen. Niemals! Gollum, Gollum! Niemals werde ich vergessen! Ey, befreie ihn mal! Ja, möchte ich ja, aber. Nach oben gehen und dann Kettensäge. Kannst vielleicht das Seil durchschneiden. Ui. Okay. How the fuck dare you? Oh, absolut. Skull is cool around. Smack my pocket with your Pokeball. Ah, wie nett. Ui! Gem, noch 7! Aber warte, schau dich noch hier weiter um dann. Ja, ja, natürlich. Oh, was? Er hat den alten. Ja, das Monster bestimmt. Er hat überall Fleischwunden. Und da liegt auch was neben den, oder?
Ein kleines Nightcap. Also Nachthemd? Nachthemd dann. Oder Nachtumhang. So wie die edlen Menschen. Aber. Oder eine Kopfbedeckung. Nacht. Ja, genau. Aber kannst du eh nichts mit anfangen. Oh, da kannst du durch. Ne, ist locker. Ah, und du kannst jetzt einen Schlüssel rausfischen. Genau. Ja, da haben wir keine Wahl, ne? Ja, und dann kannst du fischen. Yeah, Let's Play Angel Adventure 2012 wollte ich sagen. Ha. So. Ja, benutzt die. Ja, take the key. Ah, ne, ja, ja, du musst schon. Ah, ja, weiß doch nicht, dass hier eine Zange in ihre. Hey, was machst du denn? Ja, warte mal, so, ah, ja. So. Gut. Egal wie oft du sie überreden willst, sie wird nicht reingreifen. Ja, ich habe aus Versehen immer wieder die falsche Taste gedrückt. Du hast einen rostigen Schlüssel. Hm. Hä? Guck mal den Schlüssel an. Hä? Ach so, du hältst ihn in der Hand. Ach, und das ist doch ein Eimer Wasser. Das musst du vielleicht sauber machen. Ah. Ja, Schlüssel sauber machen. Okay. Weg. Sie hat voll die guten Manieren. Ja, ich meine, das ist ja voll mit Scheiße. Rostiger Schlüssel. Jetzt kannst du vielleicht die Tür neben den alten Mann öffnen. Genau. Oh, oh, Hände! Greifen die mich? Keine Ahnung. Ich frag ihn mal. Nö, ist vielleicht nur ein Erschreckermoment. Okay. Ja, speichern. Mein Gott, ja, aber die haben echt einen großen Keller, muss man sagen. Und jetzt, beim alten Sack. Oben. Ja, und jetzt links. Nein. Da warst du doch schon, da war der Ogre und so. Also dieser Monster, meine ich. So, use the rusty key. Genau. Ey, was für ein... Was mache ich jetzt? Ne, der ist gefangen. Ich rede mal mit ihm. Geht aber irgendwie. Ne, der will nicht mehr. Ui. Ah, okay, Krähe. Oh, und da ist auch ein Eingang. Ne, er speichert. Ja, ja. War das nicht die, wo Maria und so drin war? Ihre Zelle? Ah, das kann... Und wir gehen die... Oh, geht auch. Und die andere Tür geht auch? Ich denke... Ah, ne, ach, ne. Ja, aber da ist ein Ding. Ja, wie komme ich denn jetzt? Ja, die Ding... Das ist, das, dieser Eimer ist weg. Nee. Das nee, aber dann. Ach, guck mal, da unten ist ein Riss an der Wand. Mhm. Da musst du vielleicht jetzt da oben. Also nicht der. Der wird dich töten, glaube ich. Ehrlich? Ja, guck mal, wie er an der Tür hakt, ey. Aber da, guck mal. Gefängnis. Ja, da. Huh? Mhm. Da ist irgendwas. Huh? Da läuft jemand rum. Avoid getting the dolls. Die dürfen dich nicht sehen. Ja, wie mache ich das denn? Ja, und geh runter. Ja, da kannst du dich, glaube ich, verstecken. Ja. Das hat zu lange gedauert. Warte. Und wenn sie gleich wieder andere Richtung geht, dann geh weiter. Aber ich weiß nicht, ob sie von dich hier sieht. Okay, renn. Oh mein Gott. Oh, ja, gut. Oh, noch eine Puppe. Ah? Jetzt gucken wir erstmal, aber wie lang die kommt. Ja, wie immer. Unten, sie guckt so. Links. Oben. Sie guckt immer im Kreis. Uhrzeigersinn. Ja, warte. Nee, oh, da. Fuck. Was machst du denn? Ich dachte, sie guckt direkt in diesem Moment gerade nach unten. Na, ja, dann warte doch. Oh, Messer im Bauch. Schön. Schlitz. Ja, das hast du nun davon. Was guckst du auch Puppen in die Augen? Puppen wollen nicht in die Augen geschaut werden. Kennst du nicht diese Babypuppen, wenn man sie bewegt, dann machen die Augen auf zu? Oh, ich hasse diese Puppen. Ja, dann neu. Ja, okay, einfach nochmal. Ist ja kein Problem. Ich sehe Puppen von Toys R Us. Toys R Us. Toys. Ja. Ja, das war jetzt aus Versehen, habe ich drauf. Ja, natürlich aus Versehen. Der Pfeil oben Taste ist eine aus Versehen Taste. Ja, ich soll's machen, na klar. Komm. Wie läuft die eigentlich? I can't see shit. Mwah, Bebe, komm mal. Ich mach aus dir eine richtige Puppe. Na, komm her, Bitches. Yeah. Okay, das hast du gut geschafft. Ne, warte. Got a game. Oh, da dürfte mich sie nicht sehen, oder? Nee, warte. Oh, das war sehr gut. Sicher. Oh! Wie sollte man das machen? Oh, die laufen immer im Kreis.
Wo lang musst du denn jetzt? Musst du nach oben? Ich gehe lieber im Kreis, so wie die einfach. Weil die gucken ja nicht hinter sich. Siehst du? Ganz einfach. Mm. Ha! Ab hier kannst du selber. Okay. Und auf jeden Fall dann speichern. Wir haben es geschafft. Ach, das ist kein Game, das ist bei... A Jail Key. Aha. Oh Gott, du musst den ganzen Weg zurück? Nee, bitte nicht, oder? Doch, das kannst du nicht. Hä? Die Puppen sind kaputt. Die sind kaputt. Ja. Ja, ist ein Stücke kaputt gegangen. Ja, dann kannst du den Weg jetzt locker gemütlich zurückgehen. Wie man immer darüber laufen kann. Auch schon über die Leiche vorhin. Da ja, das daran kann ich mich erinnern. Ja, am Fenster. Die Füße von Aya müssen hässlich sein. Das ist echt. Ah, noch 6 Gems auch. Hä? Also ich dachte, das wäre was. Ne, schon gut. Sofort speichern, ey. Mhm. Ja, aber JP, was willst du denn öffnen jetzt? Ich weiß nicht. Ihn vielleicht? Ihn? Nein, der wird dich töten. Ja, versuch mal. Hä? Wer ist das? Oh. Ja, der sah aus wie so ein Großvater Gems. Oder so. Oh, noch 5 Gems. Ja, der hätte mal was sagen sollen, finde ich. Aber na gut, er war wohl lieb. Dann vielleicht nochmal speichern, damit wir wissen, das ist ein freundlicher Mann. Vielleicht der Vater von deinem Vater, ne? Ja, der sah aus wie so ein Großvater, fand ich. Nee, da kannst du ruhig durch. Ja, manchmal ist die Steuerung ein bisschen... hakelig. Nee, geh mal runter, ja. Ah, nee, okay. Gibt's nicht. Immer von unten nach oben. Genau. Immer alle Ecken durchschnuppern. Ui, das sieht ja gut aus. Eine Kirche? Hä? Ein richtiger Altar. Ja klar. Willst du mir sagen, der Vater von Aya ist auf einmal gläubig oder was? Silent Hill und so. Das ist verschlossen. Dann die andere Tür vielleicht. Ja, das funktioniert. Oh, ein Speisesaal. Ja. Teller. Nee, die kannst du nicht kaputt machen. Ja. Nö, kannst du den Teller anklicken, da der so alleine steht? Okay, mal gucken. Ach nee, der. Okay, nö. Nee. Dann nicht? Okay. Wollten ja nur was essen. Live. Ach so, Hangings. Oh, das hängt. Das kannst du vielleicht schneiden mit der. Ah, genau. Ah, tatsächlich. Da ist ein Stück Fleisch runtergefallen. You got rohes Fleisch. Schinken. Irgendwas kleines Schwarzes ist drin. Wriggles inside. Ja, Krähe. Eine hässliche. Ein schmutziger Teller? Ja. Die Flamme ist an. Oh, willst du Schinken braten? Ja. Oh, lecker. Oh. Ja, du hast wieder Hunger. Oh, jetzt. Ja. Mmh. Oh, ich will damit so gerne essen. Überbackene Schinken. So, jetzt? Ja, setz dich am Tisch und iss. Ist doch lecker. Jetzt ehrlich? Ja, wieso nicht? Kannst du es vielleicht auch wieder zurückstellen? Ah, gut. Ja, den gucken wir erst. Ja, weil das noch... Was? Hä? Wow! Hä? Da! Was? Let go, let go! Ich wusste, dass ich wieder diesen Scheiß hier drücken muss. Was ist das für ein Alterssack? Pädophil! Komm, wie blau, der ist ein Schlumpf. Ich hab nicht gespeichert. Wenn du es schaffst, dann... Ah, gut. Oh. Da ist doch die Krähe. Speicher doch eben schnell. Hä? Jetzt, hallo? Ja, Game Over. Super. Warum? Ja, weil du nicht Leertaste drücken kannst. Hey, aber ich... Ich hatte doch noch ein bisschen Leben. Ja, das war das ein Grafikfehler. Eigentlich hattest du 0. Nee, nicht, dass ich wüsste. Also, ich hau auch nichts. Papa. Huh? Ach, ist das nicht der Kerl, der ein Auge weniger hat? Genau, richtig. Der sagte, komm hier entlang, ich helfe dir. Okay. Hm? Du bist auch gekommen. You've come too? Ja, du bist auch gekommen, ne? Heißt das so. Bist auch hergekommen? Mhm. Keine Angst, ich bin Verbündeter. Hä? Okay, tut mir leid, dass ich dich letztes Mal erschreckt habe, ne? Ich meine, mein Gott, ich habe doch nur einen Augapfel weniger und du schreckst dich auf, ey. Bin ich deshalb ein Untoter? Naja, Spaß beiseite. Ich hab dich heute einfach überrascht. Hm. Diese Wunde auf deinem Gesicht.
War die etwa von meinem Vater? Mach dir darüber mal keine Gedanken. Das ist Vergangenheit, ich kann darüber hinwegsehen. Ich meine, ein Auge habe ich ja noch, ne? Ich weiß, die Werbung von ZDF mit dem zweiten sieht man besser, aber trotzdem. Everyone has it out for father. Jeder hier hat irgendwas mit Papa zu tun oder so? Ja. Alle sind am Vater hinterher. Alle sind nach Vater hinterher. Du hast ihn nämlich auch, nicht wahr? Ja, natürlich, unser Hass gegen deinen Vater, ne, der kann nicht gerettet werden, auf keinen Fall. Das, was er uns angetan hat, das ist unverzeihlich. Ich meine, sieh mich mal an. Ich war früher Model, was soll ich jetzt machen? Unter der Gürtellinie. Also ich bin jetzt hergekommen, um dich zu retten. Sinnet rettet mich. Ja, klar, ich bin ein Auge. Mhm. Also lass uns jetzt von hier gemeinsam verschwinden. Hand in Hand. Ich kann aber nicht. Wow. Ich muss meinen Vater retten. Nicht gehen. Ein paar dieser Leichen wollen nicht nur den Vater töten, sondern auch dich töten. Du bleibst besser hier, sonst werden sie einfach dein Leben wegnehmen. So wie eine Puppe, die nicht mal einen eigenen Willen hat. Aber ich kann meinen Vater nicht einfach zurücklassen. Jetzt hör's aber auf hier. Gib endlich deinen Vater auf. Nein, ich werde ihn retten. Aber... Lass los. Hör mir mal zu. Ganz nur einen kurzen Moment zuhören, okay? Sie hat mich gefragt, dass ich das tue. Sie hat gesagt und dann... Oh. Ah. Und dann starb der Synchronsprecher. Und dann starb der Synchronsprecher. Mistress. Ach, Maria ist wieder hellwach, ne? Was? Ja, Mistress, ist dir gut? Mistress, bist du in Ordnung? Ja, okay, aber ich kann Maria sprechen. Maria! Kleine Frau, so, ne? Warum willst du eigentlich nicht abhauen? Wegen Papa. Überlass den Doktor mir, okay? Ich bin das Mädchen für alle schon vergessen. Du, ich gebe dir mein Wort, dass ich ihn zurückbringe, Heiler. Also bitte, kleine Fräulein, hau ab und geh in Sicherheit. Maria, lass mich mit dir gehen. Wenn dir irgendwas passieren sollte, könnte ich den Doktor... Ach so, ach, Murdering wahrscheinlich, oder? Ich weiß nicht, hab ich... Da würde der Vater mich, nicht vielleicht mehr so mögen oder so, oder mir die Schuld geben? Ja, ich glaube, irgendwas Handgreifliches. Und what lies ahead, well? Und Lügen? Ah, ne, was liegt, und was vorne liegt, nun, Ich weiß, das ist schwierig. Sehr schwierig sogar. Ich werde allein gehen. Ich meine, ich bin erwachsen. Ich kann eine Behandlungspflege führen. Da ist wohl jemand, um mich zu sehen, hä? My lady? My lady, du solltest nicht das tun, was du verlangst. Also, ich meine, du kannst nicht einfach machen, was du willst. Ich sollte das jetzt mal endlich mal unter Kontrolle bringen hier. Ich weiß auch nicht, mit wem Maria redet, aber. Und der Junge ist tot? Bitte nicht, er war so nett. Ja, sprich mal. Shrine. Ja, ein Schrein. Ich möchte ihn retten. Ja, kannst du ja. Du bist nicht so eine gute Behandlungspflege wie Maria. Warte, Mit Panda? Kann ich ihn vielleicht dem Panda geben? Oder? Ja, dann wird er garantiert lebendig. Ja, vielleicht sowas wie Wiederbelebung. Ja, dann geh mal da, wo Maria gegangen ist. Ja? Diese Tür war doch schon mal hier. Ja, und? Du wolltest. Oh! Da ist doch jemand. Da ist jemand. So, Hunger. So hungrig. Ah, du kannst dir doch das schöne Schinken geben. Ja, steht sogar noch. Was denn mit deinem Essen? Yay! Hätte auch Salz und Pfeffer. Oh, so ein Hunger. Oh, God damn it. Möchtest du das hier haben? Riecht wie Mamas Hausküche. Das ist geil. Oh, obwohl ich tot bin. Scheiß drauf, Alter. Oh ja, so gut. God damn it. Oh, ich gehe garantiert mich dabei nicht das Gesicht. Oh, schmeckt wie Mutters... wie Mutters Essen wahrscheinlich. Oder schmeckt wie Mutter? Das wäre ja voll eklig.
Tastes like Mom. Das heißt, eigentlich schmeckt wie Mutter. Oh. Nun, nicht so gut wie... Ach, nicht so gut wie Mutters Hausküche. Aber dennoch war es lecker. Also in ZDF-Kochsendung hast du bestanden. Mhm. Ich hab schon lange nichts mehr gegessen, seitdem ich hier eingeschlossen bin. Guck mal, wie dünn ich bin. Guck mal, wie ich aussehe. Sieht aus wie Walking Dead. Maria hat doch immer etwas zu essen zum Keller gebracht. Didn't you have that? Hast du das denn niemals bekommen? Alle haben Essen gekriegt, aber naja, wie du siehst, nicht ich. Unerwünscht, oder? Ja. Ich war immer unerwünscht. Keiner wollte... No, you didn't just... Ich war nichts zu gebrauchen, ich habe nur Leute aufgeregt, ne? Also darum wurde ich einfach vergessen. Verlassen. Ich meine, wer braucht mich schon? Huch! Ach, du brauchst nicht treu sein. Ich meine, nimm das. Das ist ein Dankeschön für das gute Essen. Tja. Danke, würde ich mal denken. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich meine... Richtig. Okay, ich will Ruhe in Frieden. Napkin? Napkin? Ist das ein Handtuch oder so? Oder so ein Taschentuch, aber dieses, ich glaube, das ist einfach ein Tuch, um aufzuwischen. Kannst du jetzt da durchgehen, wo der Mann dich erwürgt? Ja, hoch. So. Ja, da wurdest du doch erwürgt. Ja, nee, es passiert nichts. Oh, was ist da? Da fliegen Fliegen herum. Kannst du es kaputt machen? Oh, nee, Napkin. Oder nee. Mit der Kettensäge? Ne, dann ist es einfach nur irgendwie eklig. Was? Ach so. Achso, ja, was müssen wir jetzt Schluss machen? Haben wir nicht mehr genug Speicher? Ich glaube schon. Ja. Achso. Ja, Leute, leider will unser Homeboard, PC, Arbeitsspeicher, Speicherplatz nicht mehr mitmachen. Darum müssen wir leider einen Schlussstrich ziehen. Wie du das direkt von meiner Fresse hältst. Ja, klar, du musst auch was sagen. Ja, in Ordnung. Ich denke dann, dass wir diese Folge hier und heute beenden werden. Wir werden uns dann im nächsten Part wiedersehen, wenn es dann wieder heißt Let's Play Mad Father. Und Mad Sinnet. Und Mad Cutie. Und Mad Cutie, oder? Oh, ich will essen. Ja, natürlich. Make the TV close now. Okay, also. Hakuna Matata und bis dann. Dovizenya.